Hallo, moin moin und herzlich willkommen hier im Webinar, im Live-Training zum Thema, wie viel Haus kann ich mir leisten? So, ganz kurze Frage vorweg. Haben so ein, zwei kleine Herausforderungen, von daher gibt es heute keine Folien. Dafür kannst du mich live und in Farbe genießen. So, schreib mir ganz kurz bitte in den Chat, ob ich gut zu hören bin. Gucken. Schönen guten Abend, ich kann Sie gut verstehen. Spitzenmäßig. Wo ist da? Bild fehlt. Müsste jetzt Bild auch sein. Wir fangen pünktlich 21 Uhr an. So, also demnach bin ich auch wahrscheinlich gut zu hören. Hans, schönen guten Abend. Ich kann Sie gut verstehen. Perfekt. Ja, bin ich. Ton ist da. Jo, perfekt. Klasse. So, ganz kurze Vorstellung zu mir. Ich bin hier in Hamburg aufgewachsen und und mache hier meinen Job seit gut 30 Jahren. Vielleicht schreibst du mir auch ganz kurz mal in den Chat, woher du kommst, wo du uns zuschaust, von wo du herkommst. So, kann sie gut verstehen. Zack, zack, der Chat. Na? Ja, kurze Antwort. Ich sehe hier. Sehe ich noch nicht. Also vielleicht einfach nur ganz kurz, zur Not auch kurz das Autokennzeichen. Hamburg, jawohl, Köln, klasse, hallo Hans, toll, vielen Dank. Jo, dann würde ich sagen, starten wir durch. Ich stelle mich kurz vor, also wie gesagt, wohnhaft bei Hamburg. Mein Versprechen für das heutige Webinar, dass du heute etwas Grundlegendes lernst, das dich im Finanzsektor unabhängiger macht. Unabhängiger macht von Banken, von Vermittlern, von Maklern und Ähnlichem. Das ist das Ziel des heutigen Webinars in der Reihe, wie viel Haus kann ich mir leisten? So, ganz am Ende, wir machen 18 Minuten und da bin ich auch ganz strikt, wie der Norddeutsche sagt, wie der Hamburger sagt, der über den Spitzenstein stolpert, dann drehe ich auch einen Saft ab. Also von daher, wenn Fragen sind zwischendurch, einfach schon mal kurz reingucken. Ich mache das hier alles parallel. So, wie gesagt, Ende des Webinars, wenn wir noch genug Zeit haben, machen wir Frage- und Antwort-Block. Ja, warum dieses Webinar? Weil es einfach vom Praktiker für den Praktiker ist. Ich mache das im Bereich Finanzierung seit über 30 Jahren. Habe schon viel erlebt. Das werde ich mit dir die nächsten Wochen und ja, wenn du Bock hast, auch die nächsten Monate einfach teilen. Was gibt es sonst noch kurz zu mir berichten? Das zeige ich sonst beim nächsten Mal auch, wenn wir, wie gesagt, die Folien verfügbar haben. Ich habe insgesamt 3 Bücher geschrieben. Das sind alles 3 Amazon Nummer 1 Bestseller. Das hier ist eigentlich so mein Lieblingsbuch. Sorge, den ich kaufe, 88 Hauskauftipps. Da sind sogar noch ein paar mehr drin. Und wenn du eben schnell, einfach, leicht und stressfrei in die eigenen 4 Wände kommen willst, dann ist genau das mein Tipp für dich. Noch 2 andere Bücher geschrieben, brauchen wir jetzt nicht zu sagen. Dann habe ich ein Lieblingszitat, vielleicht kennst du das auch. Das sagte Mackie Messer in der Drei-Groschen-Oper. Da ließ Bertolt Brecht ihn sagen, was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Jo. So, jetzt die Bitte, schnapp dir kurz einen Stift und einen Zettel und mach dir ein paar Notizen und dann nimmst du einfach das meiste aus dem heutigen Webinar mit. Ganz, ganz wichtig, mein Disclaimer, wie gesagt, ich kann es im Moment nicht einblenden, ist, ich mache hier keine Beratung, ganz, ganz wichtig, sondern ich gebe dir Tipps, Empfehlungen, das, was ich machen würde. Und was ist jetzt das Allerwichtigste bei dem Projekt Hauskauf, Hausbau? Das sind ja erstmal die langweiligen Sachen. So, aber das kann ich dir nicht sparen. Aber ganz im Gegenteil, je besser du dich vorbereitest, umso eher und schneller wird dein Hausbau, dein Hauskaufprojekt auch von Erfolg gekrönt sein. So, und dazu gehe ich jetzt mal, wie fängst du an? Hat jemand eine Idee im Chat? Mal kurz gucken, Ton ist da, Bild fehlt, ne, das haben wir alle schon. Köln, hat jemand eine Idee, womit du beim Hausbau, Hauskauf bei deinem Projekt als allererstes anfangen solltest? Keine Vermutung.
gebe nochmal 3, 4, 5 Sekunden. So, egal. Dann verrate ich's. Das Wichtigste ist erstmal, dass du einfach eine Bestandsaufnahme machst. Das heißt, einen Kassensturz. Ja, wie der Titel der Webinar-Reihe schon sagt, wie viel Haus kann ich mir leisten? Dazu schnappst du dir erstmal deine, jetzt kommen auch die Antworten, wie viel Geld brauche ich? Jawohl, klasse. Ich fange an mit dem Thema, was heißt das da? Was kann ich lesen? Suchen, lesen, zu nähern. Ja, klasse, ganz genau. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, dieses coole Buch hier geschrieben. So, also womit fängst du an? Du fängst erstmal mit dem für dich wahrscheinlich einfachsten an, indem du dir deine Unterlagen mal schnappst, dein Geld, Finanz, Versicherungs-, Haus-, Sparbuchordner, was auch immer du da hast. Und dann machst du wirklich erstmal Bestandaufnahme. Das heißt, du guckst, was hast du an Sparbuchguthaben, was hast du an Bausparverträgen? Nicht die Bausparsumme, ist klar, sondern das, was angespart ist. Was hast du an vermögenswirksamen Leistungen? Was ist auf dem Girokonto? Was hast du im berühmten Sparstrumpf? Ja, was hast du an Lebensversicherung, an Rentenversicherung, an fondsgebundenen Rentenversicherung, fondsgebundene Lebensversicherung? Was hast du an Barmitteln zu Hause oder deiner Matratze, wo auch immer? Was hast du an Gold, Silber? Dann guckst du mal, was du sonst noch hast, ob du Aktien hast, ob du Fonds hast, ob du eine Riester-Rente hast, eine Rürup-Rente. Das zählt alles, und das ist ganz wichtig, alles als dein Eigenkapital. Und dort solltest du wirklich einfach mal erstmal alles aufführen. Entweder machst du auf dem Blatt karierten Zettel, führst das alles auf, oder machst moderner und machst entsprechend Excel-Sheet oder Numbers-Sheet, wenn du Apple-Jünger bist, und führst das alles erstmal auf. Das ist manchmal echt spannend und macht auch teilweise echt Spaß, denn da erlebt der ein oder andere doch meistens auch eine positive Überraschung und merkt erstmal, hey, wow, ich hatte einen Klienten, der sagte, Herr Schütt, ich habe kein Eigenkapital. Dann kam er mit seinen ganzen Finanzordnern vorbei, und nach einer Dreiviertelstunde, die wir zusammengesessen hatten, haben wir insgesamt 50.000 Euro an Eigenmitteln gefunden, und schon funktionierte sein Hausbau, sein Hauskauf. Da waren noch viele andere Sachen, die wir optimieren mussten. Genau. So, also das ist dein Kassensturz. So, und jetzt machst du, damit wir schon mal einen kleinen Teil dieser Frage, wie viel Haus kann ich mir leisten, lösen. Wie gesagt, normalerweise male ich dir das auf, geht im Moment nicht. Das heißt, wir gucken mal eben. Also, doch. Wir nehmen mal das Whiteboard hier. Und was wollen wir an Eigenkapital nehmen? Ich mache mal Folgendes. Ich nehme einfach mal, das ist mit der Maus nicht so schön, deswegen wollte ich das aus dem anderen machen. So, wir nehmen mal an, du hättest 50.000 Euro an Eigenmitteln, an Eigenkapital, an Eigengeld. Ja, das sind alles die Begriffe für das Eigenkapital. So, wozu brauchst du Eigenkapital? Ich habe ja vorhin schon gesagt, mit meinem Disclaimer, ich mache hier keine Beratung, und es gibt auch immer Ausnahmen von der Regel. Aber wir gucken uns jetzt erstmal das an, wie du eine halbwegs konservative, vernünftige Finanzierung aufbauen kannst. Deshalb die Frage an dich: Wozu meinst du, vermutest du, errätst du, brauchst du dieses Eigenkapital, das Eigengeld? Wofür wird das verwendet? Frage an alle. Mal gucken, wenn die ersten Antworten schnell schreiben, weil wir genau noch 8 Minuten haben. Na, keine Idee. Okay, dann helfe ich einfach. Also, diese 50.000 Euro, das ist das Geld, was du für die Nebenkosten, für die KN,
K haben solltest, einsetzen solltest. Ja, super, Sicherheit sehe ich hier. Reduzierung der Kreditsumme, Hans, ja, prima, ganz klasse. Ja, Rest schreibt hier auch, genau, Sicherheit. Vollkommen richtig. Also, 50.000 sollte das sein, was du für die Kaufnebenkosten einsetzen kannst und willst. Ob du sie dann wirklich einsetzt, das kann man dann immer mal gucken. Also, 50.000. Jetzt sehe ich ja, wie gesagt, wir haben verschiedene Zuschauer. Hier, genau, Makler, Notar, sehr gut, perfekt. Exakt, das sind die Kaufnebenkosten, die du für Makler, Notar und Grunderwerbsteuer einsetzt. Ja, das heißt, das ist ja alles Geld für die weichen Kosten. Und so, also ich schreibe das mal eben hier mit dazu. Na, das war Zitrone, unsichtbare Tinte. Das ist hier der Makler. So, ups, das ist nicht der Mogler. Noch, sind teilweise auch. So, also für den Makler. Dann die Grunderwerbsteuer. Die heißt nicht Grunderwerbs, sondern Grunderwerbsteuer. Und das heißt letztendlich das Finanzamt. Und für den Notar und die Gerichtskosten. So, jetzt ist das wahnsinnig unterschiedlich. Die Schleswig-Holsteiner zahlen hier, soweit ich das aus dem Kopf weiß, die höchsten Kaufnebenkosten. Die sind beim Makler bei 6,5. Grunderwerbsteuer ist auch 6,5. Sagen wir mal, wir rechnen vom Worst Case, also 2 × 6,5 sind 13 und Notar sind 2. So, das heißt, das sind insgesamt 15%. Wenn das in deinem Bundesland anders aussieht, Glückwunsch, perfekt, dann hast du hier viel mehr Möglichkeiten. So, jetzt haben wir noch ein paar Minütchen. Das heißt, was ist jetzt, also wir haben vorhin gesagt oder angenommen, dass du 50.000 Euro Eigenkapital hast. So, und wer hat jetzt einen Taschenrechner an Bord? Das heißt, diese 50.000, ja, bei uns hieß das früher in der Schule Dreisatz, 50.000 sind gleich praktisch die 15%. So, also was machst du? Du teilst die, jetzt habe ich hier prompt keinen Rechner dabei, doch mal schnell gucken hier. Also, du machst Folgendes, du teilst die 50.000 durch 15 gleich und sagst dann mal 100. So. Dreisatz. Das heißt, mit diesem Eigenkapital, wenn du es wirklich ultra, ultra konservativ machst, und das empfehle ich, dann kannst du nur unter Berücksichtigung, also wir reden im Moment nur vom Eigenkapital, dann kannst du ein Haus im Wert von 300.000 Euro kaufen. Das, super, Hans, vielen Dank, klasse, du machst super mit, ganz, ganz toll. Also, das ist aber jetzt, wie gesagt, da sind keine, in einigen Bundesländern zahlst du für einen Makler nur 3, in einigen Bundesländern, in Bayern ist die Grunderwerbsteuer niedriger und. Das ist jetzt erstmal wirklich der Worst Case, das Schlimmste, ja, das wäre jetzt ultra konservativ und bei diesem Modell habe ich auch noch keine sonstigen Fördermittel, Förderbanken, Subventionen und sonstige Töpfe berücksichtigt. Das heißt, du siehst, mit den 50.000 kannst du 333.000 Euro Haus, Immobilie, Wohnung, wie auch immer kaufen. Aber ganz wichtig, ganz, ganz ultra konservativ. Ja, das heißt, das ist also hier eher immer der schlimmste Fall. So, dazu Fragen. Ich guck mal hier im Chat schnell rein. So, dann gehen wir raus, da bin ich wieder zu sehen. So, ich guck mal eben ganz schnell. Also Restsicherheit, Reduzierung der Kreditsumme, vollkommen richtig. Dann haben wir, nee, da haben wir sonst nichts. So. Ja, wenn sonst keine Fragen kommen, dann sind wir heute in unter 18 Minuten durch. Und nächste Woche gucken wir uns dann an, was du mit deinem Einkommen, mit deinem Nettoeinkommen, was du darüber und damit finanzieren kannst. Ich sehe hier gerade,
Hans ist super aktiv. Teilweise ist das Geld doch in Versicherungen und Aktien angelegt. Ja, ja, Hans, perfekt. Ganz tolle, wirklich super Frage. Da gibt's, wie gesagt, Möglichkeiten. Das ist auch teilweise wirklich in Aktien, in Fonds, in, was schreibst du, sonstigen Sachen, Versicherungen angelegt ist. Da gibt's eben die Möglichkeit, dieses Eigenkapital auch anderweitig darzustellen. Das gucken wir uns dann, würde ich sagen, auch in der nächsten Woche an. Ja, nächste Woche ist, wie gesagt, Teil 2. Da gucken wir uns an, was du mit deinem monatlichen Nettoeinkommen darstellen kannst. Da müssen wir mal gucken. Entweder mache ich es wieder so wie heute und schlage einfach ein Nettoeinkommen vor. Oder du machst mir einen Vorschlag, mit welchem Nettoeinkommen, Haushaltseinkommen wir hier rechnen können und sollen. Dann ist es für dich, wie soll ich sagen, persönlicher und anwendbarer. Aber genau das machen wir, wie gesagt, die nächste Woche. Da gucken wir uns dein monatliches Netto-EK, also Einkommen, entsprechend an und machen mal eine Musterrechnung, was da finanzierbar ist mit einer Faustformel, ja, die du ganz einfach nachvollziehen kannst und die du für dich nutzen kannst. Und dann können wir auch gerne mal kurz eingehen auf den Bereich Versicherung und Aktien. Ja, cool. So, sonst sehe ich keine Fragen mehr. Nein, kommt nichts mehr. Dann sind wir hervorragend in den 18 Minuten geblieben. Ja, sei so lieb, schreib mir noch einen Kommentar. Hoffentlich hat es dir gefallen. Und wir schalten nächste Woche wieder ein, 21 Uhr. Und dann gibt es auch noch ein paar tolle Folien dazu. Danke für deine Zeit, kriege ich hier gerade. Ganz, ganz lieben Dank. Das freut mich. Ja, dass ich hier ein bisschen Feedback kriege. Ja, gerne noch ein paar Adjektive, wie es war. Wie gesagt, ganz kurz, 18 Minuten. Wir behandeln jede Folge in wie viel Haus kann ich mir leisten? Immer einen einzigen Punkt. Und das machen wir in den nächsten Wochen. Und von daher freue ich mich auf dich und freue mich wieder von dir zu hören und zu lesen. Und nächste Woche gibt es noch ein paar Folien dazu. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.